Hallo zusammen, hallo liebe Hobbygeneräle und ich begrüße auch die Kampferprobte-Community zu einer neuen Folge XCOM 2 Long War of the Chosen. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid und reinschaut. Wir haben noch eine Operation draußen offen. Da müssen wir, glaube ich, in dem Advent zugehörigen Gegenstand holen. Müssen wir mal schauen, was ist. Die letzte Mission ist ja leider nicht so ganz perfekt abgelaufen. Zwei Kisten hat sich im Prinzip Advent geschnappt von den 12, aber alles andere durften wir dann für uns verbuchen. Das heißt, 252 Vorräte warten darauf ausgegeben zu werden. Und jetzt gehe ich mal nach unserem lieben Krabbers, der sich immer mal wieder zwischen den Folgen gemeldet. Herzlichen Dank dafür. Der sagt, wir brauchen noch mindestens einen Wissenschaftler. Und den werden wir uns jetzt als erstes organisieren. So, jetzt gehen wir noch mal rein. Ne, wir brauchen da noch ein Trainingszentrum. Und dann schauen wir noch mal. Das ist gemischte Beute. Okay. Nach unserem jüngsten Erfolg haben uns Mitglieder des Widerstands in Osteuropa Berichte über Aktivitäten geliefert, die wir untersuchen sollten. Das dauert 2 Tage. Ich würde erstmal Folgendes machen. Hier oben gibt es noch 100 Vorräte. Das heißt, wir könnten hier aus dem Vollen schöpfen, könnten hier im Prinzip alles abzweigen. Und dann gehen wir erstmal shoppen. So, passt auf. Mal sehen, ob wir überhaupt hier... hier gibt es eine Akimbo-Klasse. Und einen Puella Magi. Und das wird nicht... Doch, das würde gerade so reichen, oder? Was meint ihr? Nein, 137. Den brauchen wir auf jeden Fall. So, das ist schon mal der erste. Dann haben wir noch 115. Ja, das reicht. Für alle beide. Sehr schön. Okay, und Puella Magi wollen wir auch noch. Sehr, sehr geil. Okay, zwei neue Soldaten warten auf unsere Befehle. Das finde ich richtig gut. Und wir fliegen gleich zur gemischten Beute. Avenger berechnet neuen Kurs. Weil die Ressourcen, die einmal auf der Karte liegen, die verschwinden immer. Da müssen wir dann noch einmal scannen und dann hätten wir das schon. Wir machen in der Zwischenzeit hier weiter und wir haben dann noch die Workstation. Die müssen wir noch hacken. Also, passt auf. Drück mal die Daumen, dass das durchgeht. Wir haben ein paar neue Entdeckungen gemacht, Commander. Die Pathfinder-Autopsie ist fertig. Schaut mal. Jetzt haben wir die sogenannte Ultra-Light-Weste, die wir jetzt bauen dürfen. Und Advent Pathfinder Armor ist nun verfügbar. Leider ist das alles in Englisch. Ich sag mal, die Advent Pathfinder, die können trotzdem, dass sie richtig gute Waffen am Start haben, können die sich übelst schnell bewegen, weil die haben die Ultra-Light-Weste am Start. Ne? Es ist sehr schade, dass hier das, wie soll ich denn das sagen, dass das hier nicht richtig übersetzt worden ist. Ich versuch's mal. Okay, die haben signifikante Unterschiede zu den normalen Truppen. Ne? Also die haben schon sehr, sehr schwere Rüstung hier, aber die können sich trotzdem ihrer Anatomie angepasst sehr, sehr lange bzw. sehr, sehr gut bewegen. Ne? Und das macht das hier zum Vorteil. Die haben sich da, wie soll ich das sagen, die haben sich da eine effektive Rüstung angeeignet bzw. mit Training haben sie sich das angeeignet. Capturing this attempt to escape from Advent Clutches. Underlining that the Pathfinders were under the thick plate armor and ultra light vest grants the same amount of protection. Genau, also ich sag mal, die tragen unter ihrer schweren Rüstung eine ultra leichte Weste, die aber genauso einen Schutz bietet wie eine normale Weste, aber ihnen dann halt diese unheimliche Beweglichkeit noch gönnt. Ne? Ihr wisst ja, wenn wir denen auf dem Schlachtfeld begegnen, können die sich deutlich weiter bewegen wie die normalen Truppen. So, und das ist die Advent Pathfinder Armor. Und das ist die Ultra Light West. Geil. Chrysalid Hive Drone Autopsie. Die wurde jetzt hier inspiriert. Wir machen es aber nicht. Ich würde jetzt gerne Folgendes machen. Wenn wir das schon können. Schildträger, Betäubungs, bla bla bla, Lariumkerne. Das würde ich gerne machen. Das kostet Vorräte. Wir brauchen Vorräte. Ich würde gerne die Kampfrüstung. Die würde ich gerne erforschen. Da müssen wir mal kurz warten. Da müssen wir leider mal kurz warten. Den Tag in der Forschung rumstehen mag ich zwar nicht gerne. Haben wir vielleicht noch eine Forschung, die weniger geht? Ach nee, das ist Rendern. Okay. Elerium-Kern verwenden. Das sind alle Geschütze zerlegen. Advent-Datenpad-Dekodierung. Dauert auch über 3 Tage, ne? Ah. Gut, kommt den einen Tag. Ja, wir verlassen es trotzdem. Wir müssen kurz das Forschungslabor genau mal einen Tag ohne Forschung belassen.
ein überragendes Zielfernrohr und PKS hyperreaktive Pupillen und einen fortschrittlichen Stecher. Geil. Danke, ja, das machen wir jetzt. Avenger berechnet wir fliegen Kurs. Jetzt zu den Vorräten und dann gehen wir rein in die Kampfrüstung. Drück die Daumen. Redscreen-Geschosse fertiggestellt. Geil. Ach, schade. Okay, wir sind 78% infiltriert. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass wir das schaffen bis hierher. Aber gut, dann ist es halt so. Wir werden die Infiltration verstärken. 6 Leute sind am Start. Asketic Magi, wichtige Deep Sea Bombe am Start. Wir haben hier einen Schnitter. Das ist unser Sniper in dieser Runde. Ein Shinobi zum Erkunden vom Gelände. Wir haben hier noch einen Scrapper dabei. Der Scrapper ist hier. Ist hier eher der Offensivere. Dann hätten wir hier noch einen Heiler dabei und einen Rekrut oder eine Rekrutin. Also ich sag mal, ja. Könnten wir Abbruch erforderlich, Start oder Abbruch erforderlich. Wir verstärken die Infiltration. Kommen auf 10 bis 12 und dann gehen wir rein und wir sehen uns gleich auf dem Schlachtfeld. Bis gleich. So, und dann herzlich willkommen auf dem Schlachtfeld. 10 Gegner gibt es hier. Ich denke mal, die werden sich da hinten, guck mal hier in dem Zug, werden die sich hier hinten irgendwo gemütlich gemacht haben. Und das hier ist der große Advent-Zug. Da müssen wir den Gegenstand bergen und guck mal, was sie für geiles Schienensystem haben. Na, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ich sag mal, im nächsten Jahrhundert oder in den nächsten 2 Jahrhunderten wird es auf jeden Fall Schienen immer noch weitergeben. Aber so wie das hier XCOM vorhersieht, haben die hier in der Mitte entweder ist das noch ein zusätzliches Stromgleis oder ein Unterstützungsgleis. Sehr, sehr geil. Also das haben sie richtig geil gemacht. Also bei manchen Dingen sind die ins Detail gegangen. Absoluter Wahnsinn. So, was machen wir? Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Da wir ja... Ja, wir probieren das. Passt auf. Confirmed. Wir laufen hier vorbei. Sehen wir keinen Gegner. Also hierher. Double Move. Oh, es ist kein Gegner zu sehen. Sniper in die Mitte fürs Schussfeld, fürs Gute. Und du kannst... Oh, du kannst sogar bis hierher laufen. Das ist ja genial. So, wie weit kommst du? In Ordnung. Okay, du müsstest noch ein Stück mehr laufen. Hey, du kommst bis hierher. Oder hier. Das ist unser Heiler, der Alexander von Rauch. Und das ist eigentlich hier unsere die Spark Plug. Die kann eigentlich sehr gut aufklären. Und die lassen wir selbstverständlich zum Schluss laufen. Hey, ist ja klar. Der Aufklärer, der wird bei uns noch für was anderes gebraucht. Nicht nur zum Aufklären. Dorthin, wo ich gebraucht werde. So, Sniper hierher. Position 1. Wir warten. Es wäre halt die Frage... Ich glaube, hier drüben steht jemand. Roland. Got a group of hostiles over here. Hey, ich hab's gewusst. Boah, was ist das für eine Einheit? Habt ihr das gesehen mit meinem kleinen XCOM-Trick? Wie bei XCOM 1 kann man hier schauen, ob wirklich alle Punkte der Karte befriedet sind. Das heißt, man kann alle Punkte der Karte angehen, ne, mit seinem Mauscursor. Aber ich habe hier gesehen, hier drüben in dieser Lagerhalle ist nicht so, wie es scheint. Also, ich hätte aber jetzt nicht gedacht, dass es so viele Einheiten sind. Wir hätten hier einen Scharfschützen, einen Pathfinder Hunter, einen schweren Frost-Droiden, der schon 8 Trefferpunkte hat, in Advent Wächter und hier stand irgendwo noch so ein Mech. Klingt irgendwie... Ja. Wir müssen schauen, dass wir hier vorbeikommen. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir hier vorbeikommen. Ich meine nicht, dass die hier auf uns zugelaufen kommen. Wechselposition. Und dann hätten wir hier ein richtig heftiges Problem. Wenn wir jetzt hierher laufen, werden wir da erkannt? Time to motor. Und wir laufen dahin. Ah, unsere Rekrutin. Verstanden. So, das wäre hier. Ja, und jetzt haben wir ein Problem, ne, mit unserem Heiler.
kommen wir halt mit unserem Heiler nicht mehr klar. Das müssen wir gucken. Also entweder laufen wir dann mit dem Heiler außen rum. Ich würde sagen, wir platzieren uns hierher. Und dann laufen wir so außen rum. Ja, besser ist das. Nicht, dass die hier alle auf uns zukommen. Das wäre nicht ganz so toll. Hier hinten steht ein Zivilist. Das passt. Wir müssten nur rein und die Anlage hacken. Ne? Wir müssten hier rein und das Ding hacken. Ist hier drin im Zug alles frei? Ja, hier ist alles frei. Das heißt, wenn wir das sneaky machen wollen, dann müssten wir hierher laufen. Das schaffe ich. Okay, jetzt sehen wir mal ein paar Einheiten. Eine Patrouille nähert sich. Wir sind in der Nähe des Ziels. Aber du siehst noch niemanden. Das ist gut. Wenn wir noch niemanden sehen, sehen diese Einheiten auch noch keinen. Ne, da ist das Sichtbereich zumindest mal noch eingeschränkt. Spurte los. Jawohl. Was? Hä? Was machen die denn jetzt da drin? Das ist ein Frostmech und ein Raketenschütze. Ich wollte jetzt da reinstürmen. Oh Mann. Mit der Psi-Bombe mache ich ja das Gerät kaputt. Ach Mist. Aber ich muss es machen. Ich muss das hier so machen. Okay, pass auf, dann bleiben wir da. Selbst wenn wir uns hier herstellen, haben wir die sofort gepult. Okay. Also, wenn die hier rausgehen, haben sie ein Problem. Wenn sie drinnen bleiben, haben sie auch ein Problem. Boah, das ist die letzte Einheit, ne? Ein Raketenschütze und ein Mech. Schaut euch das mal. Hier drüben kommen sie. Oh Mann. Nee, du kannst leider nicht zuhacken. Du kannst zuhauen. Alle Nahkampf und ja, alles gut. Zwei kritisch. Das passt alles. Problem ist halt dran. Wir sehen zwar hier drüben Ziele, aber auch wieder nicht. Die bewegen sich auch nicht da rein. Die bewegen sich da drin auch nicht. Es ist doch fies, ne? Es ist doch nur fies. Jetzt habe ich Wachdienst. Jetzt überlege ich gerade, wie könnten wir noch diese Figur hier postieren, beziehungsweise auch unseren Pumpy. Also wenn wir den hier herstellen, schwöre ich euch, hier, der wird gesehen. Hier, ne? Genauso wie hier durch. Wir bleiben an Ort und Stelle. Wir bleiben genau hier stehen. Das nützt nichts. Okay, die laufen. Oh, die kommen auf uns zu. Ja, die haben uns jetzt gesehen. Moin. Na dann, brennt mal. Panzerung getroffen. Rüstung wurde getroffen. You can't handle me. Okay, dann können wir es gleich so machen. Dann benutzen wir hier die Psi-Bombe und dann lassen wir es hier drinnen rauchen. Denkt bitte dran, unser Pumpy ist noch hier drüben. Also einen sehen wir zumindest. Wir probieren es so, wir laufen hier raus. Das ist die Nummer 1. Du bleibst hier und du läufst hier raus. So, dann siehst du zumindest den hier. Das macht nichts. Wir werden jetzt hier versuchen, mit der Bombe hier innen das Teil so zu zünden.
Wieso geht das nicht? Kommt schon. So, wie weit können wir? Wir können bis hier rein. Alter, das muss man genau zielen, ne? Nein, hier könnten wir auslösen. Das wäre kein Problem. Okay. Wir haben zumindest mal eine grobe Richtung. Hier werden jetzt sämtliche Waffen deaktiviert. Okay, wen wir jetzt ausschalten müssen, das wäre da oben der Mac, ne? Ihr seht's. Kriegen wir den irgendwie klargeschossen, das Ding? Focus Dim. Also hier könnten wir zur Not noch mit einer Granate reinhalten. Problem wäre es nicht. So, wen siehst du? Du siehst ihn da. Oder reinhalten. Oder eine Granate hoch. Wir müssen auf den Mac. Das tut mir echt leid, wir müssen auf den Mac. So. 5 bis 8, der muss jetzt, der muss sterben. Der Mac muss weg. Wir werden nachladen. Dann mal los. Und der muss weg. Ja. Schon beeindruckt? Sagen wir mal, das war ein ganz, ganz wichtiger Kill. Munition ist knapp. 56 auf den Frostdroiden. Schöner, schöner Treffer. So, 70. Schade. Ich übernehme die Verantwortung. Und das war's. Maximal noch eine AP hier rein, ne? Das können wir noch probieren. Aber Achtung, da sind unsere Leute auch noch mit dabei. Okay. Okay, da gehen wir hier mal in Feuerschutz. Jetzt kann der Frostdroide, der kann halt nur... Okay, die sind aktiviert. Ah, oh, jetzt rennt der bis raus. Das ist natürlich Mist, ne? Ja, den haben wir. Okay, sehr geil. Jetzt haben wir hier draußen tatsächlich nur noch den Mac. 4 bis 6. Ja, der steht halt extrem weit dran, ne? Würden wir das jetzt bis hier reinschaffen? Wir machen es jetzt so. Wir werden jetzt hier erstmal... Wir werden hier erstmal Sky Ranger holen. Boah, was für eine Mission. Unglaublich. Hier Firebrand. Drei Runden. Evakuierungsanforderung bestätigt. Durchhalten. Boah, ich sehe gerade... Entschuldigt bitte, bin sofort wieder da. So, entschuldigt bitte für den ganz, ganz kurzen Schnitt, aber das war ganz dringend nötig. Wir müssen ja noch den Frostmech ausschalten und müssen hier drinnen noch das Teil hacken. Denkt dran, es befindet sich noch irgendwo ein Team oder ein Zweierteam. Ganz gefährlich gerade. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wir können hier mit Fläche, können wir hier rangehen und können hier zumindest den Frostmech ausschalten. Ich glaube, dass wir sogar hier weiter hinterlaufen dürfen. Probieren wir mal. Wir haben ja sowieso noch die AP am Start. Und dann guckt man hier rein. Und dann halt mal einfach rein. Das Wichtige ist hier, entweder nutzen wir jetzt hier Vollgas 2 bis 6 oder wir nehmen hier die Granate und gehen auf Nummer sicher. Ähnlich würde ich das hier mit dem Sniper machen. Guck mal, den Sniper, den können wir dann, den können wir zum Beispiel hier herstellen. Oder hierher. Hauptsache, wir sehen den Mac. Bewege mich wie befohlen. Und dann hauen wir erstmal rein, würde ich sagen, ne? Das Ding hat keine Panzerung mehr. Sauber. Das heißt, wir verursachen den vollen Schaden. Ne? Bitte dran denken. So, und jetzt von 4 bis 9. 100% direkt hier in die Deckung.
Komm, drück die Daumen. Bam! Geil. Und es gibt Loot. Fortschrittliche Beweglichkeit. Sehr schön. Herzlichen Dank. Und wir müssen jetzt hier rein. Ich weiß. Nein, ich hab's gewusst. Ja, das sind noch ein paar. Du, passt auf, wir machen jetzt Folgendes. Weil mit dem wird, glaube ich, genau, guck mal. Mit dem Move werden wir hier mit der Bewegungsfähigkeit am Ende. Das heißt, alle beide werden verbraucht. Wir könnten aber noch eine Splitty rauswerfen und könnten versuchen, alle beide mit der Splitty zu treffen. Schaut mal, das können wir noch testen. Na? Und wir können noch hier mit unserer Rekrutin zumindest hierher laufen, hierher noch eine Granate rauswerfen, wenn es gut kommt. Oder hierher noch eine Granate raus. Das weiß ich jetzt nicht so genau, was hier besser ankommt. Und du könntest ja auch noch mal reinhalten, ne? Guck mal. Okay, hier draußen brennt's. Wenn wir jetzt hier rausgehen, wir kriegen die leider nicht zusammen weg. Wir kriegen die leider nicht zusammen weg. Das ist sehr schade. Auch die Granaten haben eine Runde Cooldown. Straßenbeschuss, auch geil. So rein. Es bringt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da müssten wir uns aber bestenfalls hier herstellen. Das schaffen wir aber nicht. Das schaffen wir leider nicht. Also hierher, Pampi weg. Wäre ein Versuch wert. Pass auf, wir haben drei Leute, drei Züge. Also, wir werden hier über... Entweder wir aktivieren Übersteuerung. Ja genau, pass auf, wir aktivieren Übersteuerung. Dann werden wir Folgendes tun. Wir werden die ganze Sache hier hacken. Boah, das wird nochmal übelst spannend jetzt gleich. 56%. Ja, oder den Hackwert dauerhaft um 10 Punkte steigern. Das schaffen wir in den 26 Punkte. Drückt mal die Daumen. Schade. Schade. Aber die sind halt ziemlich gut gesichert, die Dinger, ne? Menace 1-5, wir haben die erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde im Gebiet. Wir können, glaube ich, nicht alle Feinde eliminieren, aber... Wir geben zumindest Gas. Wir tun, was wir können. Granate raus. Sauber. Was ein Treffer. Sehr geil. Jetzt könnten wir uns hier herstellen. Guck mal, jetzt sehen wir alle beide. Der steht sowieso in der Flanke drin. Und den hätten wir eh ausgeschalten. Gibt es da eine kostenlose Aktion? Nee, aber wir könnten hier in Deckung gehen. Schaut mal, wir könnten hier reingehen, hinter die Wand, den erschlagen mit Beatdown. Oder wir schießen hier auf den, weil der hat noch mehr... Der hat noch mehr Trefferpunkte. Wisst ihr, was ich meine? Weil der muss dann weg. Der muss dann definitiv weg. So, sehen wir mit ihr noch jemanden? Ja, tatsächlich. Kein Problem. Boah, drück die Daumen, dass wir hier niemanden mehr pullen. Nee, alles gut. 100%. Ja! Ja! Wir sind die Besten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und reinhaut. Patronen sind alle. Boah! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das... Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass das Ding gerade mal so gut läuft. Beim besten Willen. Mit Dedication könnten wir hier zur Not noch raus. Ja, da könnten wir uns sogar hinter die Wand stellen. Nee, können wir nicht. Ah. Da sind wir im Flammenmeer drin, ne? Ihr seht's. Aber wir könnten uns zumindest hier herstellen. Hier passt... Ich weiß halt nicht, wo die gegnerischen Einheiten sind hier draußen. Da habe ich halt so richtige Probleme. Okay, passt auf. Wird gemacht. Wir machen uns hierher. Wir haben noch zwei Runden. Zwei Runden müssen wir noch durchhalten. Nein! Ah, ich hab's gewusst. Okay, die gehen da in die Flanke rein. Boah, das ist jetzt fies. Ist okay. Der geht auf die komplett andere Seite und haut raus. Sie haben mich erwischt. Jawohl, Antipanzerung dran. Und der Edwin Wächter geht nochmal Nahkampf.
Okay. Stehe unter Beschuss. I think I need some help. Schade, das nur wegen dem Loot, ne? Das nur wegen dem Loot, aber ist okay. So, du stehst dahin. Wie weit reicht dieses Teil? Ich würde halt gerne hier alles mitnehmen, ne? Du hast 2 Panzerungen. Okay, was kannst du noch machen? Du könntest den Heiligen Krieger auslösen. Könntest da damit ihm zumindest buffen. Okay, das ist eine kostenlose Aktion, ne? Okay, dann machen wir erstmal Blender rein, Freunde sein. So, dann hätten wir die beiden den Feuerschutz mal außer Gefecht. Zack. So. Alle beide desorientiert, jetzt haben sie sowieso ein Problem. Der Sniper kann ihn zumindest treffen. Erste Hilfe, renne zu einem Verbündeten und heile ihn mit einem Medikit. Ja, wir brauchen hier. Reichst du mit deiner Granate bis davor? Ja, wir müssen noch einen Schritt vorlaufen. Geht klar. So, Granate rein, Freunde sein. Granate geworfen. Und Wurf. Sauber, 3 Schaden, super. Okay, der hat schon mal keinen Bock mehr. 69. Meint ihr, wir treffen den 5 bis 7? Alter, drückt die Daumen, wenn wir den zu Fall bringen. Richtung hast du? Ja, ja. Kehre zu deinen Göttern zurück. Boah, manchmal haben wir tatsächlich Glück. 7 bis 9 auf den Sidewinder, ne? Aber Achtung, wir stehen dann tatsächlich im Feld. Wir stehen im Feld drin. Bedenkt das bitte. Ah, wir sind auch vergiftet. Schnitz. Zumindest haben wir sie mal gekillt. Dieses Miststück. Okay. Was hast du für eine Reichweite mit dem Ding? Boah, das geht ja ewig weit. Passt auf, dann habe ich folgende Idee. Wir gehen hierher. Du wärst schon in der Flanke drin und der andere steht ja hier. Das heißt, wir nehmen jetzt den ganzen Zug auseinander. Voll! Up close and personal. Hä? Wieso haben wir ihn jetzt nicht getroffen? Frage, warum haben wir jetzt nicht getroffen? Waffe geladen. Noch einer. Habt ihr das gesehen? Ist tatsächlich noch einer übrig. Nee, das war's. Wir haben sie. Wir haben es geschafft. So, das heißt, wir müssen hierher den Loot holen. Geil, Stecher und Magazinerweiterung. Du musst hier raus. Haben wir noch irgendjemanden mit erster Hilfe? Unser Fletcher Red, der könnte noch helfen, ne? Recovery System. Ja. Poison and Acid. Recovery System. Removes Burning. Brennen. Gift. Ja. Okay. Passt auf. Wir gehen mit ihr. Dahin kannst du so weit laufen. Nee, du kannst eben nicht so weit laufen. Okay, dann müssen die zwei hier bleiben. Ist aber auch kein Thema. So, du läufst hier raus. Position confirmed. Kannst du jetzt mit erster Hilfe ihm helfen? Jawohl. Das sollte funktionieren. Wir haben wenig Zeit hierfür. Sehen wir mal. Super, also, der ist nicht mehr vergiftet. Das passt. Wir laden nach. Lade Munition nach. So, und du stellst dich jetzt hierher. Moving to position. Moment. Eingraben. Und du, würde ich sagen, schon unterwegs. Du schießt jetzt mit deinem Recovery-Stim auf zurück sie. Zurück in den Kampf mit dir.
sauber, nicht mehr vergiftet. Habt ihr das gesehen? Okay, sehr, sehr geil. Super. Also zumindest für die Runde sind wir mal nicht mehr vergiftet. Jetzt hoffen wir mal, dass das Gift irgendwie noch ausläuft. Den müssen wir uns halt noch holen. Wir haben tatsächlich hier die ganze Einheiten gekillt, ne? Wir haben tatsächlich alle 10 haben wir gekillt. Ich habe das Paket. So, und du bleibst am besten genau da stehen. Affirmative. Covering now. Okay, das Gift ist weg. This is geil. Firebrand. It's time to go. So, die Beute ist abgelaufen. So, und jetzt drück die Daumen, dass wir alle rauskommen. Also, du gehst hierher. Jawohl. Genau, mit ihm habe ich immer so ein kleines Problem, weil der kann sich halt nicht so gut bewegen, aber... Das wird noch eine spannende Nummer jetzt. Hierher. Du gehst dahin. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Alle sind noch mit kompletten Leben, also mit kompletten Gesundheitsbalken hier raus. Klar, ein bisschen Rüstung haben wir verloren. Das heißt für uns, wir müssen dringend in der nächsten Runde in die Rüstungstechnologie reingehen. Na, ihr habt es jetzt gesehen, wie wichtig das ist. Und wir haben die Mission erfolgreich beendet. Das heißt, oder die Operation. Wir evakuieren. Aber ich würde dann mal sagen, wenn dann alle insgesamt, ne? Evac all. Und wir haben es geschafft. Wir haben Loot rausgebracht. Wir haben alle gekillt. Alle Kommagenten in Sicherheit. Bringt auf euch. Kehrt zur Basis zurück. Und eine makellose Mission. Schaut mal, was wir bekommen haben. Eine zusätzliche Magazinerweiterung und nochmal 3 Bonus Ability Points. Sehr, sehr geil. 10 Einheiten gekillt. Wir machen noch ein schönes Truppenfoto und raus hier. Geil. Geile Mission. 20 Jahre des Friedens und des Wohlstands können durch die heutigen rücksichtslosen Taten fehlgeleiteter Dissidenten... Naja. Ich zieh die Stimmung wie tote Aliens und davon haben wir heute mehr als genug bekommen. Die Beförderung lassen wir jetzt mal außen vor, okay? Ich würde mit euch heute nochmal reingehen in die Rüstungsverbesserung, rein in die Rüstungsforschung. Das habe ich mir jetzt so vorgenommen. Das heißt, wir holen noch die 100... Geil. Beweglichkeit hier, guck mal, fortschrittliche Geschwindigkeit, 2 Mobilität. Das ist für unsere Erkunder, unser Aufklärer, ist das Gold wert. Wir haben keine Kohle mehr. Das heißt für uns, wir gehen raus. Naja, wir brauchen unbedingt ein Trainingszentrum. Wir gehen raus und holen uns draußen die Vorräte. Dann gehen wir rein in die Rüstungsforschung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Na, wir waren ja hier soweit. Guck mal, das ziehen wir noch durch. Haben es geschafft. Setze Kurs auf Westeuropa. Und damit geht es ja automatisch gleich hier in die nächste Base rein. Das ist ja gar nicht so schlimm. Wir müssten eigentlich hierher zum Weiterscannen. Setze Kurs auf die osteuropäische Zone. So. Gegen die Ältesten sind wir immer siegreich. Sehr, sehr geil. Ausweichung um 12 gestiegen. Das heißt, unser Mech hat sich jetzt verbessert. Und wir dürfen, bevor wir reingehen in die neue Rüstungstechnologie, nochmal neue verdeckte... Wir haben nicht die Möglichkeit, die Ältesten hart zu treffen. So etwas haben wir noch nie zuvor versucht. Sind Sie bereit, Commander? Guck mal, wie schön... Troop Column Infiltration Mission. Da kann man sogar jetzt, könnte man mit diesen Soldaten, könnte man jetzt eine, wie soll ich das sagen, eine Truppüberfall-Mission freischalten. Ne? Guck mal, Feind das Supply Depot. Das ist ja geil. Widerstandsmech beschaffen, das ist auch sensationell. Intensives Training, bekommt man den Wertebonus. Leichen stehlen, sie erhalten eine Auswahl zufälliger feindlicher Leichen. Ingenieur, Beute sicherstellen, Fähigkeitspunkte verdienen. Also was es hier alles so Tolles gibt. Ne? Was es hier wirklich alles so Tolles gibt. Wir könnten sogar jetzt mit dem Fähnrich eine neue Fraktion finden. Und ihr seht ja, wie viele wir jetzt schon ausgebildet haben zum Fähnrich. Wir machen es aber jetzt so. Ich würde jetzt schauen, dass wir jetzt, ich meine Rebellen rekrutieren. Ja, kann man auch mal. Aber ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich würde jetzt als erstes in dieses Supply Depot investieren. Und dann würde ich für diese Region auch einen Widerstandsmech beschaffen. Na, das ist ganz, ganz klar. Also, Feind des Supply Depot. Und zwar nehmen wir da wieder unsere Asketik Magis mit oder Fortis Magi. Also, das können wir alles mitnehmen. Ne? Schaut mal. Also, taktische Halterung, Klingensturm, sehr, sehr cool. So, das ist schon Nummer 1.
Dann Asketik Magie mit der Psi-Bombe. Und Schnitter hat schon 100 Trefferwertung. Sehr, sehr cool. Scharmützler 101, Hoplite 100. Also, die, ne, ihr seht's, mit den Aufstiegsmöglichkeiten geht das ja schon richtig, richtig vorwärts. Du hast halt nur die Pistole am Start, ne? Dann nimmst du zur Not mal eine. Entweder nimmst du eine. Ja, gut. Komm, dann nimmst du eine Heater mit. Sicher. Ausrüstungsgegenstand würde ich dann sagen. Ja, eine Keramikrüstung, vielleicht noch eine Blender. Oder sowas. Und dann irgend noch was zum Heilen. Na, also das passt auch. So. Okay, du wärst ja eigentlich. Ja. Das passt. Ja, du, ja, wir könnten hier noch eine Rüstung mitnehmen. Eine Keramikrüstung. Hier unten könnten wir noch eine AP zum Beispiel mitnehmen. Und du bekommst dann noch eine Splittergranate mit. Dann wären das in dem Team, wäre das Top-Team, sag ich mal. Fehlschlag 0, Hinterhalt 32%. Das ist halt extrem viel. Jede dritte Mission kann hier zu einem Hinterhalt kommen, ne? Large Supply Extraction Mission. Also wir bekommen hier ganz, ganz viele Vorräte. Sollte das klappen. Jetzt überlege ich aber gerade, wen wir noch als dritten Soldat mitnehmen. In richtig guten. In Kaplan. Ja, der kann halt. Ich kann mich da nie entscheiden, ich bin ehrlich. Oder hier den, nee, den Agenten auf keinen Fall. Schnitter, Pharmazist. Wen haben wir noch ganz unten? Schütze, guck mal. 8%, ja, das ist halt, weil die halt noch keine gute Ausbildung hat. Hier gibt es noch die Reiner, die Den Mother, die hat auch 14%. Wir brauchen schon einen guten. Wir brauchen tatsächlich echt einen guten. Okay. Jetzt überlegen wir. Agent Juggernaut, die sind alle ganz wichtig. Wie wär's denn hier mit unserem, ich würde sagen, mit unserem Pharmazist. Guck mal, Fehlschlag 1%. Kommt, Kaplan. Komm, 0. Aktion bestätigen. Machen wir gar nicht rum. Wir arbeiten Hand in Hand mit unserem neuen Verbündeten. Sehr gut. Das wollte ich hören. Wir gehen in die Forschung. Ich erwarte Ihre Befehle, Commander. Und jetzt dürfen wir endlich die neue Forschung anwählen. Das ist zwar inspiriert, die Chrysalid, ne, hier, schaut mal, die Hive-Drohne, aber wir brauchen das hier. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Ohne diese Kampfrüstung können wir die nächsten Operationen, klar, die können wir angehen, die können wir hoffentlich auch irgendwie überstehen. Aber mit besserer Rüstung können wir auch den einen oder anderen Mehrtreffer aushalten. Also da fliegen nicht die ablativen Trefferpunkte bei uns weg, sondern können wir tatsächlich auch durch die Rüstung alleine generieren wir da ein oder zwei Punkte Panzerung. Nicht Ablativpunkte, sondern wirkliche Panzerung. Panzerung heißt, die müssen erstmal Granaten auf uns werfen, ne, die Rüstung zerstören. So, das war's aber. Meine Lieben, nächste Mission oder beziehungsweise nächste Folge geht's weiter. Wir müssen wieder scannen, das heißt wieder Vorbereitung und wir müssen wieder die Truppen fertig machen. Das werde ich alles nächste Folge ein ganz kleines bis am Anfang zusammenfassen, weil ich möchte zum Schluss schon noch mit euch auf so eine Mission raus, wenn es denn die Zeit hergibt. Okay? Herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn auch in der nächsten Folge XCOM Long War of the Chosen hier wieder dabei sein. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.